So, nach dem Kartoffelprobegraben ist Kartoffelspritzen angesagt und gleichzeitig auch noch Schneckenkörner streuen. So, ich spritze 500 Liter die Hektare und vorne streue ich nach Berechnung sollte 7 Kilo Schneckenkörner streuen die Hektare. Ich fahre 5 Stunden Kilometer, 420 Zapfenumdrehungen. Schneckenkörner streuen nach Regen ist gut. Jetzt hat es geregnet, wenn es Schnecken hat, kommen die jetzt drauf. Jetzt ist auch noch grünes Laub vorhanden. Darum ist das jetzt der richtige Zeitpunkt, um Schneckenkörner zu streuen. Wenn die Stauden abgeschlägelt sind, nützt es nichts mehr. Da bleiben die Schnecken im Boden und fressen sich da an den Kartoffeln satt. Und das gibt dann die großen Ausfälle. Schwierig zum Roden. Man muss sehr auf die Schnecklöcher in Kartoffeln achten, die Schneckenlöcher in den Kartoffeln. Und das ist nicht so erfreulich. Darum lieber streuen und schöne Kartoffeln haben. Das ist meine Devise.